Ahu, liebe Schildmein-Wikinger, willkommen zu einer weiteren Folge Chernobylite mit eurem Erik Vikingson und dem Igor. Und wir haben uns präpariert gestern. Wir haben Tatjana 3.0 abgeschlossen. Es wird echt immer schlimmer. Es ist Wahnsinn, was die Frau eigentlich alles mittlerweile hier uns vorwirft und was wir uns eigentlich alles gefallen lassen müssen. Ich habe jetzt noch mal ein paar Dietriche gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das gestern in der Folge gemacht haben. Ich bin wieder gestartet oben bei der Essensausgabe. Habe jetzt alles versucht so zu präparieren. Habe jetzt auch noch ein paar, ich komme nicht drauf, doch gleich Keramikplatten gemacht. Jede Keramikplatte steht für einen so einen Slot hier. Das heißt, ich habe 6 Stück gemacht. Wir haben jetzt 6-mal Rüstung. Sieht doch ganz gut aus. Jetzt würde ich oben gehen, gerne zu Michael und würde mit ihm auf jeden Fall mal trainieren. Das haben wir uns ja gestern noch vorgenommen. Michael, können wir trainieren? Professor Egghead? Ja, was geht? Michael, what is that devilish cacophony blasting from our radio? Oh, you're obviously no fucking Gothnik, but you'll learn. This is the music of the zone. Die Musik der Zone. You were born here. How can you not know this stuff? Well, don't forget I spent many years in the UK. James fucking Bond, remember? Right. You definitely missed some vital history, like the collapse of the Soviet Union, the Yanayev uprising and Hard Bass. The last one sounds especially ominous. Yep. What's that? Not a big music fan, huh? I love music. Listening to Tatjana play the violin is one of my fondest memories. Geigenspiel, Junge. Sibelius, Rachmaninoff, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich. Ja, alle. Even Vivaldi. Jesus H. Fuck Nugget. You must be like 100 fucking years old. Ich glaube, mit Michael werden wir doch Probleme kriegen, wenn wir so weitermachen. We need to remedy this situation, Prano. I want you to listen to Sex, Kvass and Hard Bass. So nämlich. Change your understanding of music forever. I have absolutely no doubt about that. Sag mal, was lernen wir jetzt bei ihm eigentlich? Beziehungsstatus ist schlecht. Die Basis ist recht bequem und sie gefällt deinem Gefährten. Das ist gut. Michael, you've been around. You could teach me something about surviving in the zone. Absolutely I can. That's the smartest request you've ever made, Igor. Sehr wichtig. Gathering and preparing herbs and mushrooms, scavenging for food, treating bullet wounds. I wouldn't last long in this shithole if it wasn't for my mad skills. Was haben wir denn? 4. Fassungsvermögen. Deine Tasche wird um 12 zusätzliche Fächer erweitert. Brauchen wir das eigentlich? Nein, oder? Überlebensinstinkt. Bei Sammeln von Pflanzen und Pilzen hast du die Chance von 10% zusätzlich Essen zu finden. Das ist cool. Und der Ertrag reicht um 15%. Ich würde erstmal den Ertrag machen wollen. Perfekt. Let's do it. Und dann beim nächsten Mal bei Michael machen wir das nochmal mit den anderen. Dass wir da sogar Essen noch finden können. Das wäre mega gut. What are we doing again? Ah, yes, I remember now. I'm going to teach you how to scavenge for supplies. It's very fucking important that a true stalker can recognize all the different kinds of herbs and mushrooms, right? Ja. You also need to know how to spot useful stuff, like electronics or parts. You feel me? Very fucking useful. Alles verstanden, Michael. Alles verstanden. Really badass. But you also need to be fast. You can't be wandering around like an idiot, or something will come up and bite you in the ass. That's why we're gonna time this exercise. 60 I'll give you 60 seconds to find anything usable. I don't care if you're ready or not. 3, 2. Na, und die 1? 2. Die 1. Go! Aha. Na dann los. 60 Sekunden. Alter, easy. Auf Gefahren müssen wir nicht achten, das ist cool. Oh doch, es knackt ein bisschen. Ja, aber guck mal, hey, das ist super gut. Hängt man. Alles gut. Sollen wir ihn das zurückbringen? Ich glaube, wir sollen alles finden, aber das haben wir ja geschafft hier. Und jetzt? Ich finde nichts mehr. Ich hab die Aufgabe nicht verstanden. 20 seconds left. Hier ist doch nichts mehr. Ich glaube, ich hab die Aufgabe nicht kapiert, oder? Sollte ich irgendwas machen? Ich weiß nicht, was los ist. Wo rennen wir denn jetzt hin? Da ist noch was. Guck mal. Oh, wow. Sollten wir jetzt nur was finden? Was sollten wir denn finden? Michael, erzähl mal. Ich hab alles. Time's up. Come on, Igor. Let's show our Oh Gott, ich dachte, ich soll was Bestimmtes tun. Na,
not bad for an ancient scholar from a past era. Vielen not Dank. Bad at all. Du hast mich ganz schön Nerven gekostet, mein Freund. Oh, wow. You're getting quite skilled at this shit, Professor. I'll make a stalker out of you yet. If you manage not to get yourself fucking killed first, I mean. Ich danke dir hervorragend. So, da haben wir wieder was gefunden. Das war doch ganz gut. Pilze und so weiter. Das ist doch alles immer wieder hervorragend. Da können wir den Base doch auch mal bald wieder so ein bisschen instand halten. Instand setzen. So, Dietriche habe ich. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Die Waffe ist alles in Ordnung. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Keramikplatte. Gehen wir Bände. Geh mal schlafen und gucken, was passiert, ob Tatana wieder kommt. Wir werden auf jeden Fall morgen, also wenn wir aufgewacht sind, in der Folge heute, was mache ich hier gerade? Wir werden heute Michaels Freund sehen, wenn wir jetzt hier in Game aufgewacht sind. So wollten wir es machen. So, ich glaube, es wird kein Traum kommen. Ich glaube, Tatjana wird sich auch nicht zeigen. Ja, nee. Nee, 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 heute ist mal Ruhe. Tag Nummer 16. Fast über zwei Wochen, das heißt fast über zwei Wochen haben wir überlebt. Mal gucken, ob jetzt was passiert hier. Ja, ja, ja. Professor Kimonuk, Igor. Olga! Are you there? Oh, answer wer ist if Olga? You can hear me, please. Hello. Yes? Who's this? The name is Olga. I live in the village in Red Forest. I've heard about you. I think we can help each other. I hear that a lot lately. I'm afraid you need to be more specific. Your distrust is understandable under the circumstances, but we have the same goal. Drive NER out of the zone. Well, I didn't come here to conduct a guerrilla war on corporate mercenaries. Yes, I know. You're looking for someone. So am I. Please come to our village in Red Forest so we can talk in person. Oh, weiß sie, dass wir jemanden suchen? Be extra careful on the way here, okay? The monsters, they mostly come out at night. Mostly. Ein Dorf verrückt. Ich musste nicht, dass irgendjemand hier draußen wohnt. Noch ein Stalker, der in den Wäldern rumschleicht. Ich muss mehr wissen. Erstmal das. If there's a village, does that mean you're one of the Samshells? The people who return to their homes after the disaster? Some of the older ones never left. Wir haben es ja gestern mitgekriegt von Tatjana, dass noch Leute hier leben und die Olga ist anscheinend eine. We came to the zone for many different reasons, but now we're united by one common goal: to get rid of NAR. I see. Fascinating. Ja. Please come to the village. This isn't just about aber nicht heute. Olga, nicht heute, wir kommen morgen. I'll make sure to stop by if I get the chance. Genau, wir kommen bei Gelegenheit vorbei. Olga machen wir heute nicht. Wir machen heute erstmal Michaels Freund. Das haben wir ihm versprochen. Ne? Aber erstmal gucken, was so hier die Jungs machen können. Erforschen. Erforschen macht der Olli. Erforschen kann der Olli machen. Dann haben wir Essensabwurf. Macht der Michael, sehr gut. Medikamente, sieht beim Saschko gut aus oder Munition? Nö, dann machen wir Medikamente. Saschko, wir haben deine Aufgabe. So, die Fährte, was haben wir hier? Tarakan. Heute ist der Tarakan wieder dran. Die Fährte, die werden wir jetzt machen. Auf geht's, auf die Fährte. Ich muss was trinken. Ich habe immer so einen Kratzen im Hals. He's been here a while. Surely he has other people who can do his bidding. Es wäre so geil, wenn Tarakan uns nicht anschließen würde bei uns. Es wäre einfach nur so cool. Ich würde mich so freuen. Und dann noch die Olga, dann sind es die letzten zwei, weil zwei sind noch frei, zwei Plätze. Und dann wären wir doch eigentlich eine richtig gute, ein richtig gutes Team, oder? Also du hast hier alles dabei. Du hast den Michael, du hast den Saschko, den crazy Typen, du hast den Olgi. Du hast die Olga dann eventuell und den Tarakan, den Verrückten. Und natürlich unseren Oliver. So, in 80 Metern ist es dann wohl jetzt schon wieder soweit. Ach ne, hier ist irgendwas angehittet. Ich dachte jetzt schon, hier waren wir aber. Hier waren wir schon mal. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Okay, wir gehen auf jeden Fall erstmal hier runter. Ganz klarer Fall. Die Street entlang. Da jetzt durch. Nimm dein Ding. Hier. Wärst du mich schon wieder fast drüber gelaufen. Viech, 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 Viech. Uncool. Okay, der haut ab, der haut ab, der haut ab. Oh, wow. Da kannst du dich natürlich schon erschrecken, wenn er dieses Geräusch macht. Da denkst du halt, jetzt greift er dich an, ne? Aber war nicht so. Ist so nicht. Alles cool. Was haben wir hier noch? Ist hier Radioaktivität? Ne? Da haben wir aber schon mal den ersten gehabt. Und wir müssen, ich muss das einsammeln, Leute. Das muss man machen. Also liegen lassen können wir das nicht. Das können wir uns gar nicht erlauben.
Wir brauchen das Zeug hier. Wir werden mehr oder weniger... Oh, hier sind einige Leute unterwegs. Oh, hier sind einige unterwegs. Wir müssen hier auf jeden Fall so einen Monsterbremser aufstellen. Was? Die sind nicht ganz sauber. Saugt der Haut auch ab. Der ist unten durch. Weg ist er. Hinter uns ist einer. Wo auch immer der gerade weg ist. Oh Leute, das ist ganz schön gruselig. Ey, ich sag's euch ehrlich so, wie es ist. Ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht. Aber das ist halt ehrlich gesagt not amuse-Dingens hier. Ne? Also nicht so ganz so cool. Hier waren wir aber schon drin. Können wir das Ding hier schon gleich aufbauen? Warte mal, lasst mich mal bitte gucken, was wir dafür brauchen. Ich muss das jetzt... Die Monsterabwehr, die ist einfach wichtig. Der Stalker ist das Ding hier. Da hätten wir fast alles da bis auf Elektronik. Hier brauchen wir Elektronik. Das ist das Ding, ne? Ja, ja. Wir brauchen brennbare Teile und Elektronik. Also kein Ding. Das müssen wir holen. Brennbare Teile und Elektronik. Und wir müssen gucken, was wir jetzt... Hier war schon wieder einer irgendwo. Oh Leute, das ist nicht cool hier. Das ist alles so ein bisschen gerade beängstigend. Obwohl es eigentlich total dunkel ist, fühle ich mich hier komplett ausgeliefert der Situation. Klar haben wir die Möglichkeit, uns zu verteidigen. Ist auch alles gut und schön, aber es ist halt irgendwie gerade extremst heftig. Es ist extremst heftig. Da oben haben wir brennbare Teile, glaube ich. Nee, leider nicht, aber wir haben was anderes. Munition. Munition brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? Es ist schön, immer welche zu haben, aber... Pass auf, dass du dir jetzt nichts brichst, Minion. Jetzt sind wir gleich dort. Jetzt gucken wir mal, was... Oh! Was war denn jetzt mit Igor? Ratten! Da liegen Ratten! Habt ihr es gesehen? Ach, Taraka, natürlich. Ich bin aber bescheuert. Oh, keine brennbaren Teile. Das ist... Oh, wow. Wow. Das war aber jemand anders, der das gemacht hat. Ich habe so das Gefühl, wir werden heute Taraka richtig kennenlernen. Ah, hier ist leider nichts. Da unten ist ein Bunker. Warte mal, will ich in den Bunker rein? Ja, ich will da in den Bunker rein. Ich habe das Gefühl, dass wir hier unten vielleicht eventuell noch was finden. Ach, hier waren wir schon drin. Hier war ja das, hier war ja Tarakans Treffpunkt. Hier hat er uns ja das erste Mal eingesperrt, der kleine Drecksack. So, dann gucken wir mal. Hier, überall Mäuse. Das ist Nahrung. A trail of dead rats? Well, that can't be a coincidence. Wir folgen dem natürlich jetzt, ne? Ist ganz klar. Und wenn das alles Nahrung ist, Leute, das ist richtig gut. Hier hört's auf. Brennbare Teile haben wir jetzt auch. Wie sieht es aus, zwecksmäßig, dem Bauvorhaben, was wir da machen wollen? Wir brauchen noch viermal Elektro... Da ist einer. Es geht weiter. Oh, wow. Die Spur aus Ratten. Achtung, da ist einer. Vorsichtig sein jetzt. Das ist nicht Tarakan, der da läuft. Es sind zu viele. Er kommt. Oh, hier sind zu viele Leute. Oh, ich glaube, wir sitzen gerade extremst auf dem Präsentierteller hier. Der kommt genau hierher. Haben wir hinterm Baum. Oh, das war wichtig. Ich habe es einfach probiert. Ich wusste nicht, ob es gut geht oder nicht, aber es ist okay. Es ist alles gut gegangen. Okay, das hat sich auch gelohnt. Jetzt müssen wir den hier wegmachen. Der läuft da drüben. Naja, nimm die Waffe mal. Nimm die ruhig mal. Ah, ich muss aber hier looten. Ich muss hier den Loot suchen. Ich muss die Ratten auf jeden Fall mitnehmen. So, der geht ums Haus rum, das wissen wir.
request you made for dinner tonight. Hope it's not more fish. Da ist einer auf links. Ist der das auf links? Das muss der sein, ne? Ne, da kommt noch einer. Oh, es ist spannend jetzt. Da ist er. Der geht bis hierher, dreht sich um und dann kann man eigentlich wegmachen. Es ist, glaube ich, nur der eine hier noch, ne? Der sollte jetzt hierher kommen. Wenn wir Glück haben. Ja, ja. Das ist der. Ne, das sind zwei. Jetzt bleibt er stehen. Es sind zwei. Einer steht und einer läuft. Nee, Schwachsinn, ist nur der eine. Hier drüben ist noch einer. Da ist er. Oh, wow. Oh, wow. Die sind zu... Was ist denn hier los? Den müssen wir wegmachen hier. Ja, hat er gesehen, 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 hat er gesehen. Ah, jetzt geht er den Baum hoch. Igor, vorsichtig. Igor, vorsichtig. Du hast die Platten, alles ist gut. Wo ist er? Ich sehe halt gar keinen, ne? Da oben. Wir haben auch nicht viel Munition. Ich häng. Oh, ich häng. Ich häng. Jetzt nicht mehr. Er hat eine Schrot. Down. Wichtig. Boah, der war auch wichtig. Sehr gut gemacht. Olli, sehr gut. Igor, alle gut gemacht. Was haben wir da gefunden? Oh, jetzt war das. Was war das für eine Waffe? War gar keine. Du bist blöd. Nimm mal die Beruhigungssalze. Okay, alles wieder gut, ne? Wir haben alles irgendwie geschafft, glaube ich, gerade. Healing ist so... Oh, unsere Keramikplatten. Wir brauchen viel Keramikplatten. Wir haben kaum Schaden genommen. Oder gar keinen eigentlich. Sehr gut. Okay, da sind die Ratten drin. Wie sieht es zwecksmäßig der Geschichte aus? Ja, da fehlt noch zwei. Ist okay, wir gehen weiter hier rein. That's a lot of blood. NAR must have really worked him over. I hope he's still alive. Junge, was ist hier passiert? Okay, wir sind auf jeden Fall hier durch. Wie auch immer das Tarakan geschafft hat. Entweder war er hier, als sie noch nicht da waren. Oder er kann halt mega gut schleichen, was natürlich gut wäre, wenn wir bei ihm trainieren könnten. Wenn er überhaupt zu uns kommt, das ist ja das Nächste. Ich weiß es ja noch gar nicht. Aber guckt euch das Essen an. 7,6, da sind wir eigentlich erstmal... Da gibt es nach der Folge definitiv mal eine doppelte Ration. Jetzt hat mich was gesehen. Wo warst du? Wo ist er? Ich komme wieder vom Weg ab. Auf links. Irgendwo hier ist er. Da läuft er. Okay, alles gut. Alles okay, wir müssen da hoch. Wer der Vertrag fertig hat, lässt sich Bart wachsen. Ich finde den Spruch so gut. Ich finde den Spruch einfach so gut. Seid ihr da? Ja, ne? Oh mein Gott, ich dachte schon, ich habe euch vergessen jetzt. So, komm, machen wir ein bisschen Gas jetzt hier. Was haben wir hier? Was ist denn mit unserem Tarakan? Wo will er uns denn hinhaben hier? Ich habe das Gefühl, dass wir hier gerade so ein bisschen... Wir müssen da durch, ne? Naja, wir sind gleich da. Da oben liegen auch noch Ratten. Warte mal, lass mal die Ratten Ratten sein, bitte. Keep digging.
That was our friend you killed. You can thank your lucky stars we're in a hurry. Don't rush it. I want to watch him sweat away his last seconds before the bullet. Ja, das sind zwei, einer hart bewaffnet, einer leicht. Da sind viele. Ja, die haben Tarakan. Die haben Tarakan. Was sollen wir machen? Wie viel Munition haben wir? Wow! Habt ihr das gesehen? Tarakan, Alter! Servus! Hast du gesehen, was wir hier angestellt haben? Alter, bist du mal sprachlos? Die Ratte, die kleine Ratte hier. Jo! Ich bin ja perplex. Was eine Waffe! Wir müssen mehr davon machen. Alter, wie geht's? Divine Providence guided your hand. I'm too important to be killed by Leha's minions. anscheinend begegnen wir uns ohnehin ständig, außerdem brauche ich Verbündete. Ja, bitte, komm zu uns. We seem destined to keep running into each other. So you might as well come on board. You failed me. Du hast mich enttäuscht und jetzt willst du... Wieso haben wir dich enttäuscht? You are one cheeky little rodent, Mousy. You let my secrets fall into the hands of the Rat King. Ja, wir haben ihn ja auch. I had no choice, Tarakan. I had to look for clues about T'Challa's disappearance. Wir haben ja die Dokumente nicht verbrannt. I have to exhaust every avenue, no matter the cost. You have a big heart that sometimes leads you to make bad decisions, Mousy. But I understand. What's done is done. Oh, jetzt aber nicht nachfragen. All about my hiding places by now. So I'll need to find a new one. I will join you. Yes! Tarakan ist da! Ist das geil! Oh, hab ich mich auf den gefreut. Hab ich mich auf den Menschen gefreut. Tarakan ist da. Die Spur aus Ratten. Geil! Yes, Baby! Mäusekönig! Wir sind der Mäusekönig! Hahaha! Ist das gut? Ist es gut, der Typ ist so geil. Der Typ ist einfach nur so gut. Oh, was wir gefunden haben. Können wir das jetzt bauen? Wir können es bauen. Dann werden wir das hier auch reinhauen. Dann werden wir das jetzt zum Abschluss noch machen. Ich nehme das Zeug hier noch mit. Den Mäuse. Und was für eine Waffe wir da haben. Wo hänge ich denn? Wieso hänge ich denn jetzt schon wieder? Igor, mach keinen Scheiß jetzt. Ich meine, wir können uns befreien, aber trotzdem. Hier, direkt hier, Brett, stellen wir es rein. Hier, stellen wir es rein. Alter, Tarakan ist da. Ist das gut. Es ist so gut. Bam. So läuft das hier. Ach, ist das gut. Ich bin gerade so happy. So, ab nach Hause. Doppelte Ration gibt's heute. Tarakan hat dafür gesorgt, hat uns gut verstärkt. Es ist so gut. Ah, es ist herrlich. Da werden wir auch gleich trainieren bei ihm. Mal gucken, was er uns beizubringen hat. Unser Mäusekönig. Oder wir sind jetzt der Mäusekönig. Ich habe keine Ahnung, wer. Questions for you, and it's very important that you answer as best you can. Da ist so. I will certainly try, Mousy. Woher hast du sie? Ist dir irgendwas in der Sache? Spieluhr. N.A. fragt Tarakan nach seiner Identität. Wollen wir gar nicht wissen. Wer versteckt sich hinter den Pilzen? Das wollen wir jetzt. Das will ich. Hinter den Pilzen, hinter den Pilzen. So aufgeregt. Ich will das mit der Spieluhr rausfinden. Erzähl uns da mal First, was drüber. How did you get T'Challa's music box? She came to me. The woman in the red dress. She came to you? Where? When? In my dreams. She has haunted my nights for years. She told me where to find it. The music box. She mentioned you too. What did she say exactly? She advised me that you could be an important instrument in the fight against the Rat King. Okay. She also wanted you to see the music box to convince you. That all this is real. Krass. Ich zweifle, nee. Ich spreche über meine Träume jetzt. I keep seeing her too. At Wir müssen ehrlich sein. Must be my imagination, but... No, don't say that. She is completely real. Don't doubt it for another moment.
Okay, wir fragen alles natürlich. Why was NAR trying to kill you? Isn't it obvious, Mousy? Nothing is obvious to me right now. I'm the only person who stands between humanity and the Rat King. His minions will try to kill me every chance they get. Wer Tarakan ist, nach seiner Identität, möchte ich gerne nicht machen. Ich möchte ihn so behalten, wie es ist. Ich denke, wir können es irgendwann machen. Oder pass auf. Es kann passieren, wir können ihn das nochmal fragen. Ich möchte es gerne erstmal nicht. Ihr könnt aber schon mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr wissen wollt, wer Tarakan wirklich ist oder ob wir ihn so, wie er ist, für uns behalten wollen. Das würde mich mega freuen, wenn ihr da mal was reinschreibt. Wir beenden jetzt erstmal das Gespräch. Alright. Und gehen in die Endausgabe. Es gibt auf jeden Fall heute die doppelte Ration für jeden. Außer der, der es nicht geschafft hat. Oliver hat es geschafft. Mega gut. Jawohl. Saschko war nicht anders zu erwarten. Michael auch gut. Tarakan, ich grüße dich. Gesund und stabil. Yes, baby. Ich bin so froh. Wir brauchen ein Bett. Tarakan braucht ein Bett. Das machen wir morgen als allererstes in der Folge. Tarakan sein Bettchen bauen. So, Essensverteilung. Es gibt doppelte Ration diesmal. Das haben wir uns absolut verdient. Yes, baby. Ja, bin ich. Bam. Oh, wie gut. Tarakan ist da. Haben wir noch Zeit? Mousy. Oh. I've grown used to sleeping on the floor with the roaches, spiders and rats, but I prefer a bed. Du kriegst dein Bett, das bauen wir dir jetzt noch, mein Großer. Das bauen wir dir jetzt noch. Hallo? You're right. I'll get to it as soon as possible. I'm counting on you, Mousy. Na, aber sowas von, mein Junge. Du kriegst dein Bett sofort. Da warten wir jetzt gar nicht rein. Lass mich mal kurz an den Schrank. Man braucht Munition, wa? Ja, ja, es war ein bisschen hart jetzt die letzte Zeit. Aber hey, alles gut. So, das kommt dahin, das kommt hier hin. Wir haben keinen Dietrich gebaut, ist natürlich auch gut. So, wir sind hier waffenmäßig, haben wir nicht gespielt. Oh, die Waffe ist so gut, ey. Da müssen wir mal ein bisschen Dinger noch bauen. Guck mal, Elsen haben wir ohne Ende. Elsenkräuter ist alles super. Dann bauen wir jetzt dem Tarakan sein Bettchen da unten auf. Unserem Kumpel. Hier müssen wir noch mal einen zweiten Dings bauen. Ja? Dann mal B, wo war denn das? Und dann da hinten. Ja, brauchen wir hier. Ja. Zwar den hier. Oh. Sehr gut. So, dann bauen wir den Tarakan sein Zeug hier auf. Aber mal erstmal das Ding hier hin. Ja. Zack. Und, na komm. Er ist ein bisschen schräg hier alles, hä? Nicht ganz gerade. So. Dann brauchen wir das Bettchen. So. Hier waren doch Betten, ne? Den Stuhl brauchen wir, ganz klar. Wie bei jedem auch. Zack. Wir brauchen den Tisch. Zack. Hahaha. Wieder Level Up. So. Dann brauchen wir den Fernseher. Ja, jeder kriegt seinen Fernseher hin, auch der Tarakan. Was haben wir hier noch? Was ist das hier? Was ist denn das? Ich sehe es nicht. Eine Spielstation. Die bauen wir euch aber hier hin. Komm mal her. Die sollt ihr schon haben. Das finde ich gar nicht mal so uncool. So, da können wir aber ein bisschen Videogames machen. Wenn ich das schon kann, dann dürft ihr das auch. Jetzt brauchen wir noch Betten. Wo waren denn die Betten? Da waren sie. Ich habe sie gesehen. Die Betten. Und natürlich die schönen Betten. Der Komfort muss super sein. Das Krankenbett nicht. Komm mal her. Das haben wir doch hingestellt, oder? Die roten. Ja, ja. So, für unseren Rattenkönig. Igor, der Mäusekönig. Und Tarakan, der Rattenkönig. So, jetzt sollten wir doch alles haben, ne? Möge der Rattenfänger im Himmel sein Licht auf dich herabsenden. Jetzt können wir gut und gut schlafen. Ja, Tarakan, mein Freund. Also Tarakan, das. Okay, passt. Dann haben wir noch die Olga, ne? Die Olga wird dann hier hinten nächtigen. Sehr gut. Guck mal, ist doch alles super hier. Ist doch alles wunderschön. Was wollt ihr denn mehr? So, dann sind wir doch hier eigentlich super gut aufgestellt, ne? Geht's dir jetzt gut? Ja, dir geht's gut.
Ihr Lieben, dann geht's rüber in die nächste Folge. Ich freue mich drauf. Mal gucken, was uns so erwartet. Wir gehen jetzt wieder zusammen pennen. Und dann hole ich euch ab in der nächsten Folge, wenn es dann wieder Tag ist. Oh, Tarakan ist da. Tag Nummer 17, der Schutzrauber morgen. Und da geht's für uns morgen in der Folge weiter. Macht's gut, euer Erik. Ciao.